erstmal die Kurbel abgezogen. Und wie ihr seht, der Schlauch ist gerade ein Stück in das PVC-Rohr gesteckt und dann mit einem Haufen Teser umwickelt. Also nicht zum Klebestellen abdecken, sondern um hauptsächlich auch die Materialnot abzudecken. Man sieht es ja, Kunstleder, blankes Rohr. Ja, da ist ein Haufen Teser drum geschlungen, also wirklich, wirklich ein Haufen. Ja, das werde ich mit Duct Tape abdecken. Und dann schauen wir mal weiter. So Leute, kleines Update. Ich habe mal den Puschel vom Modern Tradition abgenommen. Der war nur mit so einem silikonartigen Kleber. Gerade auf den konnte man ganz einfach den Finger zwischen Puschel und dem Ding stecken und dann gerade rausziehen, ging super raus. Das ist nur zu, dass die Kupferspirale nicht aufgeht, weil die ist bis hier oben. Bis hier oben ist sie gewickelt. Da geht sie dann fünfmal rum und dann kommen da zwei Lagen Teser. Und jetzt haben wir hier mal das Mundstück. Und wenn man das sieht, da ist wie eine. Also, das hier wird wahrscheinlich ein Aluminiumrohr sein, das Griffstück. Da ist das Mundstück einfach reingeklebt. Ja, ich habe mir nämlich gedacht, ich nehme den Schlauch und habe mir gedacht, das wäre doch sicher geil, wenn ich da anstatt dem Mundstück ein Glasmundstück drauf habe. Und ja, ich werde es mal rumprobieren. Also versuchen, das Mundstück auszubauen. Und dann schauen, was ich machen kann, damit die Kupferspirale bleibt. Ich aber den Edelglas, also das Edelglas-Mundstück benutzen kann. Besten auch, dass es austauschbar ist und dass der Puschel auch weg bleibt, weil der ist mir ein bisschen ein Dorn im Auge. Vielleicht werde ich auch das Kunstleder-Cover abnehmen, ich weiß das noch nicht. Also, ja, dann schauen wir mal weiter. So, jetzt haben wir weitergemacht und es ist alles mit diesem silikonartigen Kleber gearbeitet. Also, das heißt, das Mundstück kann man jetzt rausnehmen. Am Inneren ist diese Dichtung. Ja, das war mit diesem silikonartigen Kleber mit dem Rohr verklebt. Und mit dem Mundstück, deswegen ist es auch so matt. Die Klebereste, muss ich noch gucken, ob ich die abkriege. Ein paar Kratzspuren, aber das macht ja nichts. Ja, das war in diese Dichtung eingeklebt. Die ist dasselbe Material wie, also zumindest fühlt sich an wie dasselbe Material wie die normalen Dichtung in der Shisha oder Schlauchdichtung. Ja, das war hier eingeklebt. Das Ganze war dann hier eingeklebt. Das Gute ist, dieser Kleber hat nicht an der Röhre gehaftet, also da hat er nicht gehalten. Er hat nicht an dem Gummi gehalten. Das heißt, es diente nur zum Abdichten. Das Einzige, wo es richtig gehalten hat, war hier. Am Acryl, da hat sich's richtig festgesessen. Das andere ging einfach ab. Das war gar kein Problem. So, ich habe jetzt 10 Minuten mal ein bisschen rumgespielt und habe den Schlauch vom Adapterstück an die Shisha entfernen können. Da hat der Kleber verdammt gut gehalten. Also das hat wirklich doch ein bisschen gedauert. Na? So. Auf jeden Fall, da sind dementsprechend Kratzer drin. Von dem Tool hier. Aber das ging dann gut ab. So, wie habe ich jetzt das Anschlussstück vom E-Glas-Schlauch an den monatürischen Schlauch gekriegt? Ganz einfach. Ich habe ein bisschen Teflonband genommen.
Hab das schön dick drum gewickelt. Das passt ja da gut rein. Brauche auch ein bisschen Kraft, um hier reinzukriegen. Das muss ich noch fixen, dann will ich einfach ein Stückchen abschneiden. Und dann auf ein Level bringen, dass er dann wie hier aussieht. Und von innen verkleben. Würde ich natürlich fragen, wie habe ich den E-Glas-Schlauch auf den. Ich zeig's euch. Auf den das Griffstück bekommen. Ganz einfach, ich habe die Gummidichtung, die ich euch gezeigt habe, genommen. Habe um das Anschlussstück von E-Glas-Schlauch an den Silikonschlauch einfach dick genug Teflon gewickelt und dann die Dichtung wieder drauf gemacht. Und jetzt braucht das schon Kraft, das da reinzubringen. Und das hebt. Also das hebt, ja. Wenn du da nicht dran ziehst wie so ein Ochs, hebt das super. Sieht auch außerdem nicht schlecht aus. Lässt sich wieder abnehmen. Zack. Oh, ist sogar noch ein bisschen Kleber rausgekommen. Ja, kannst du Mundstück separat sauber machen. Oder kannst du es austauschen, falls es mal kaputt geht. Rauchen willst. Zack. Aufgesteckt. Mein Griffstück ist nochmal um 30 cm oder 25 cm länger. So, dann mache ich noch ein bisschen die Feinarbeiten, klebe das noch ohne ein und dann zeige ich ihn euch mal, wenn er komplett fertig ist. Bis dann.